Ahoi, Argonauten! Im Sommer 2020 wird das Rollenspiel The Waylanders erscheinen im Early Access, was ja schon fast Standard ist bei Indie-Rollenspielen und anderen Spielen kleinerer Entwicklerstudios. Wir haben uns alle schon dran gewöhnt. The Waylanders von einem spanischen Studio, den Gato Studios. Was ist so besonders an The Waylanders? Eine berechtigte Frage. Denn es orientiert sich an Klassikern wie Dragon Age von BioWare, einem ziemlichen Fund, was das angeht in dem Bereich, und dem Vorläufer Neverwinter Nights 2, auch von BioWare. Was dann The Waylanders wiederum doch besonders machen könnte, ist die Tatsache, dass es in einem keltischen Setting spielt, beziehungsweise sogar in zwei Settings, denn zur nächsten Besonderheit, es gibt Zeitreisen und man kann zwischen zwei Epochen in der Zeit reisen. Dazu später mehr. Auf eine andere Besonderheit wird auch noch hingewiesen, das Kampfsystem ist etwas innovativer, denn es bietet Kampfformationen, die ein wenig an die Total War-Reihe erinnern. Also es werden klassische Militärformationen wie Phalanx, Schildkröte etc. verwendbar sein. Das Segelschiff, welches im Story-Trailer zu sehen ist, dient übrigens nicht nur als Navigationsmittel, es wird auch als Zeitmaschine dienen. Das ist eine sehr kreative Idee, wie ich finde. Es gab natürlich schon öfter in Rollenspielen ein Segelschiff als Zentrale und Hub für die Companions, zum Beispiel in Pillars of Eternity 2 oder auch Drakensang am Fluss der Zeit. Aber als Zeitmaschine? Die Macher. Obwohl es sich, wie gesagt, um ein kleines Independent-Studio aus dem Norden Spaniens handelt, den Gato Studios, sind doch einige schwergewichtige Namen im Zusammenhang zu The Waylanders zu nennen, denn das Team hat sich Unterstützung geholt von namhaften Größen in der Rollenspielszene, und zwar von den namhaften Script- und Storywritern Emily Grace Buck oder Book, sowie der derzeitigen Allzweckwaffe bei Rollenspiel-Stories Chris Avalon und in beratender Funktion Mike Laidlaw, der bekanntlich an Dragon Age 1, 2 und 3 Inquisition mitgearbeitet hat, mittlerweile aber bei einer anderen Firma ist, sowie dem Musikkomponisten Enon Sur, der die Musik zu Dragon Age 1 und 2 und ich glaube auch 3 gemacht hat. Der Erfahrungsschatz der genannten Personen werden dem Team sicherlich zugute gekommen sein, die ja, glaube ich, nur ein, zwei kleinere Spiele zuvor gemacht hatten. Und man darf gespannt sein, wie die Story sich entspinnt in The Waylanders. Man hat schon ein kleines Story-Preview-Video gesehen neulich, vor ein paar Tagen. Siehe den Link oben rechts in der Box oder in der Videobeschreibung. Vielleicht ein kleiner Vorgeschmack auf die Story. Worum geht es da überhaupt? Gerade als du einen Todesstoß erleidest, öffnet der Seher einen Eingang zur Unterwelt der Murania. Du und die Amergin arbeiten zusammen und durch die Kombination von muranischer und druidischer Magie kannst du dein Leben retten, aber zu einem Preis. Teile deines Körpers wurden durch die murianischen Metalle ersetzt und noch schockierender, du bist nicht mehr an Zeit und Raum gebunden. Du allein besitzt die Fähigkeit, durch die Zeit zu reisen. Okay, soweit erstmal. Es klingt ein bisschen nach Wolverine, Metall im Körper. Apropos Wolverine, es gibt auch eine Rasse der Werwölfe. Es ist so viel bekannt, mir zumindest, dass man in zwei Epochen spielt, in der keltischen frühen Epoche und im Mittelalter. Und die Besonderheit ist, dass Partymitglieder aus der frühen Epoche teilweise als Inkarnationen, also Wiedergeburten, erneut angeheuert werden können. Und das klingt schon interessant. Vor allen Dingen werden sie sich an ihre Taten erinnern. Zwischen den Epochen können ja auch 1000 Jahre liegen, denn die Kelten gab es ja schon recht früh, also locker 1000 Jahre vor Christi Geburt. Und der Zeitraum des Mittelalters der Epoche ging ja bekanntlich von 500 bis circa
1490, also 1500. Aber ich denke mal, es wird auch eher das frühe bis Hochmittelalter gemeint sein. Aber das ist nur eine Vermutung. Para la creación del universo de Waylanders nos hemos basado en la Galicia real para crear nuestra propia Galicia mítica. Nur für den Fall, dass das jetzt jemand nicht gleich verstanden hat, die Entwicklerin Eugenia Suarez hat uns erklärt, dass sie Galizien, aus dem sie ja kommen, einen Einfluss auf die Entwicklung hatte natürlich, auf die Locations und die Kultur und dass sie ihr eigenes mystisches Galizien geschaffen haben. Es wird also auch einiges aus der heimischen Kultur in die Spielentwicklung eingebracht. Da The Waylanders ein rein rassiges Rollenspiel ist, gibt es natürlich auch hier Rassen und Klassen und einen sehr umfangreichen Skilltree. Es gibt verschiedene Rassen in The Waylanders, wobei davon nicht alle spielbar sind. Denn wie es aussieht, werden in der Release-Version nur 4 Rassen spielbar sein, nämlich die Menschen, Fomorians, das sind Giganten. Die Fomorianer sind eine Rasse monströser, unsterblicher Riesen, die einst Irland regierten. Sehr hässlich. Werwölfe, die immer in Wolfsgestalt rumlaufen. Und das sind Nachkommen der Lupine Tuatha. Werwölfe sind ein akzeptierter Teil der Gesellschaft. Und Morianer. Eine unsterbliche Rasse mit dunkler Haut und einer Vorliebe für schicksalbasierte Magie. Goblins. Die Goblins mögen süß und verspielt sein, aber Vorsicht, diese magische Rasse kann aufgrund ihrer Vorliebe für Streiche und des schockierenden Mangels an Empathie einen immensen Schaden anrichten. Die Goblins sind wie gesagt nicht spielbar, sondern nur als Companion verfügbar. Und sie tragen Masken, um ihre Gefühle und Persönlichkeiten zu vermitteln und sprechen niemals. Naja, vielleicht auch besser so. Kommen wir zu den Klassen. Es gibt 6 Hauptklassen. 2 kampfbasierte Klassen, die Warriors und die Guardians, also die Krieger und die Wächter. Dann gibt es noch die Pathfinder, also die Speer. Und die unterteilen sich wiederum in Rogues und Explorers, also mehr Diebe und Kundschafter. Weiterhin gibt es noch eine Abwandlung der Ranger, also mehr naturverbunden, bevorzugt Schusswaffen und Begleittiere. Dann die Hauptrasse der Sages. Und da gibt es wiederum 2 Unterklassen, die Sorcerer und die Healer. Wobei die Sorcerer mehr Kampfzauberer sind und die Healer selbstredend heilende Kräfte haben und buffen und debuffen können. Tja, und dann gibt es da noch 30 Advanced-Klassen. Also das Charaktersystem ist sehr umfangreich und als wäre das nicht schon genug, gibt es auch mehr als 300 Skills. Also da kann sich nun wirklich keiner beschweren, dass die Charakterprägung und Entwicklung nicht variantenreich wäre. Im Gegenteil. Die Formationen sind ein wichtiges Element in The Waylanders. Es gibt mindestens 12 verschiedene Formationen, die bekannteste wahrscheinlich die Phalanx, die Speermauer der alten Griechen. Dann gibt es den Orb, eine waffenstarrende Igelkugel sozusagen. Den Arrowhead, den Pfeilkopf, also ein Keil. Und wahrscheinlich wird es auch noch die römische Schildkröte geben. Warten wir es ab.
Technik. Ins Auge des Betrachters sticht natürlich zuallererst der bunte Comic-Look, der allerdings recht atmosphärisch wirkt. The Waylanders arbeitet ansehnlich mit Lichtstimmung und der Darstellung der natürlichen Landschaften. Sicherlich trifft das nicht jeden Geschmack, aber zumindest ist dieser Look stringent umgesetzt und wirkt professionell. Der oft verwendete Comic-Look in Spielen ist aber auch ein guter Trick, um Polygonkomplexität zu begrenzen und die Charaktermodelle somit zu simplifizieren, was somit wiederum Zeit einspart und somit Entwicklungskosten. Aber was rede ich? Das ist natürlich immer ein bewusstes Stilmittel des Künstlers. The Waylanders wird ähnlich zum ersten Dragon Age kein Open-World-Spiel, sondern sich eher durch begrenzte Level auszeichnen. Wer bei The Waylanders AAA-Grafik erwartet, liegt voll daneben, denn oft wirken die Animationen und Charaktermodelle wie auf dem Stand eines Dragon Age oder gar Neverwinter Nights 2 wie vor über 10 Jahren. Sound und Musik. Es wird englische Voice-Over geben und wie schon erwähnt einen grandios klingenden Soundtrack mit Ethno-Einflüssen. Ansonsten wird es aber deutsche Untertitel geben. I can't spare anyone to search for the first patrol I've sent out. So I'm sitting here with my hands tied. I'm not risking anyone else. We don't know what we're dealing with. I know. I've been looking forward to this day my entire life. Perhaps the prince should remain here on the ship during our negotiations today. Because nighttime is when no one ever does or says anything naughty. You're right. Some of us learn to shut up a few. Übrigens wird es auch ein Boardgame zu The Waylanders geben, das liegt ja auch im Trend. Jedes Spiel hat sein eigenes Boardgame, naja fast. Wann wird The Waylanders erscheinen? Da der Twitter-Account von Gato Studios kräftig zwitschert, nehme ich mal an, es wird schon bald mit einer Ankündigung des Early Access Termins zu rechnen sein. Aber wir sind ja jetzt gut gerüstet und nehmen schon mal gespannt unsere Phalanx-Formation ein. Falls doch mal was schief geht, sind wir auf alles vorbereitet. Falls euch dieses Video gefallen hat, lasst es mich wissen, zeigt mit dem Daumen nach oben und folgt meinem Kanal, denn es wird natürlich weitere Videos zu The Waylanders geben. Vielen Dank, euer Argonaut.